Willkommen beim Konzepttest zum Thema Phasenregel. Zunächst möchte ich euch den Aufbau meines Videos erläutern. Als erstes informiere ich euch über die Fragestellung und anschließend über die Grundlagen. Dann erläutere ich die möglichen Antworten und schließe die falschen aus. Am Ende gebe ich euch eine kurze Zusammenfassung zum richtigen Ergebnis. Interessante Stichworte zum Thema habe ich euch farbig markiert. Zunächst einmal die Fragestellung. In einem Behälter befinden sich 1 Kilogramm Eis, 1 Kilogramm Wasser und 10 Gramm Wasserdampf im Gleichgewicht. Wie viele Freiheitsgrade hat das System? A0, B1, C2 oder D3? Nun einige Grundlagen zum Thema. In der Fragestellung wurde ein Behälter beschrieben, in dem sich 3 verschiedene Phasen Wasser befinden. Man kann diesen Behälter als thermodynamisches System bezeichnen. Dieses besteht aus einer oder mehreren Phasen und kann eine oder mehrere Komponenten enthalten. Der Zustand, in dem sich das System befindet, kann durch sogenannte Freiheitsgrade beschrieben werden. Nun zur wichtigsten Grundlage, der Gibbschen Phasenregel. Diese beschreibt mit einer Rechnung den Zustand des Systems durch Freiheitsgrade. Die Anzahl der Freiheitsgrade gibt die maximale Anzahl der Variablen an, die im System variiert werden können, ohne die Anzahl der Phasen zu ändern. Mit Variablen sind hier intensive Zustandsgrößen wie zum Beispiel Druck und Temperatur gemeint. Die Rechnung setzt sich wie folgt zusammen. Anzahl der Freiheitsgrade ist gleich der Anzahl der Komponenten minus der Anzahl der Phasen plus 2. Hier seht ihr nun das Phasendiagramm von Wasser. Es ist als System aus 3 Gleichungen mit den beiden unbekannten Druck und Temperatur aufzufassen. Die Gleichungen trennen 3 Bereiche bzw. 3 möglichen Phasen des Wassers voneinander. Wasser, Wasserdampf und Eis. In einem Punkt, dem sogenannten Trippelpunkt, schneiden sich die 3 Gleichungen. Hier sind Temperatur und Druck genau definiert. Die Temperatur beträgt 273,16 Kelvin und der Druck 6 Millibar. Nur unter diesen Bedingungen kann Wasser gleichzeitig in 3 Phasen vorliegen. Jetzt komme ich zu den Antwortmöglichkeiten. A. Das System hat einen Freiheitsgrad. Hier könnte also eine Variable geändert werden, ohne dass die Anzahl der Phasen im Gleichgewicht verändert wird. Also könnten Druck oder Temperatur geändert werden. Berechnen wir mit dieser Angabe die Phasenregel und bestimmen die Anzahl der Phasen, ergibt sich 2. Wir haben am Anfang jedoch festgestellt, dass 3 Phasen des Wassers vorliegen. Somit ist diese Antwort falsch. Antwortmöglichkeit B. Das System hat 2 Freiheitsgrade. Hier könnte man also theoretisch 2 Variablen ändern. Es könnten Druck und Temperatur voneinander unabhängig geändert werden. Allerdings ergibt sich für die Anzahl der Phasen nach der Berechnung 1. Also gilt dies nur für Systeme mit einer Phase. Somit ist auch Antwort B falsch. Antwortmöglichkeit C. Es liegen 3 Freiheitsgrade vor. In diesem Fall könnten 3 Variablen geändert werden. Allerdings liegen bei Wasser nur 2 mögliche Variablen vor, Druck und Temperatur. Eine dritte Variable wäre der Stoffmengenanteil. Diesen berücksichtigt man allerdings nur in einem Mehrkomponentensystem, wie zum Beispiel Öl und Wasser in einem Behälter. Hierfür gibt es eine spezielle Phasenregel. Durch die Berechnung der Phasenanzahl können wir nun die Aussage bestätigen. Es ergibt sich 0 Phasen. Also ist die Antwort ebenfalls falsch. Antwortmöglichkeit D. Das System hat 0 Freiheitsgrade. Die Phasenregel ergibt hier 3 Phasen, wie wir bereits wissen. Die 3 Phasen können nur durch Austauschprozesse bestehen, das heißt Eis schmilzt zu Wasser, Wasser verdampft zu Wasserdampf und so weiter. Ebenfalls werden hier die Austauschprozesse in die andere Richtung, wie zum Beispiel Verdunsten, berücksichtigt. Eine Änderung variiert folglich das gesamte System, da die 3 Phasen nur am Trippelpunkt existieren können. Somit ist diese Antwort richtig. Nun gebe ich euch eine kurze Zusammenfassung. Wir haben gelernt, dass das System aus 3 Phasen Wasser 0 Freiheitsgrade hat. Somit liegt an dieser Stelle der Trippelpunkt vor.
In diesem Punkt schneiden sich alle drei Phasengrenzlinien. Temperatur und Druck sind hier genau definiert. Danke für eure Aufmerksamkeit. Falls ihr Interesse an weiteren Themen zur physikalischen Chemie habt, besucht doch einfach den Channel Labor Dr. Laut.